Wenn wir uns Ungewissheit grundsätzlich als Thema anschauen, ist exakt das der Fall. Es gibt unfassbar viel Ungewissheit über dieses Ungewissheitsthema per se. Ich habe das mal hier aufgetragen durch die Tatsache, dass es eine Vielzahl von Begriffen gibt, jetzt hier aus dem Englischsprachigen, die in irgendeiner Art und Weise Facetten, Intensitäten von Ungewissheit charakterisieren. Dynamik, Volatilität, Unvorhersagbarkeit, Ambiguität. Entrepreneurship, also Gründertum, Unternehmensgründung, ganz grob gesprochen von der Definition her, die wir durchaus auch noch sehr aktiv nutzen in der Theorie und Praxis. Eine Person hat eine Idee, reicht noch nicht ganz, und findet die Idee so gut, dass sie anfängt, daraufhin zu handeln, die in die Tat umzusetzen. Und die Frage ist wirklich ganz am Anfang, wenn ich also grobe Ideen habe, wenn ich Ideen habe, die mit einer großen Portion Ungewissheit verbunden sind, was mache ich denn jetzt? Was tue ich denn jetzt? Und genau an dieser Stelle begann die Forschung, die am Ende das Modell von Effectuation zum Ergebnis hatte. Und zwar, ein bisschen zu schnell, und zwar von dieser Dame, Sarah Saraswati, Professorin an der University of Virginia, der Darden School of Business, Ostküste USA. Und was sie gemacht hat, sie hat eine Doktorarbeit geschrieben bei und mit Herbert Simon zusammen, selber Nobelpreisträger für Ökonomie, der ein Experte für Expertenstudien war. Und ihr Anliegen war, Expertenunternehmer zu erforschen. Und ein Stück weit die Frage zu stellen, wie denken, entscheiden und handeln denn eigentlich erfahrene Serial Entrepreneurs, nennen wir sie auch manchmal, also solche, die schon wirklich sehr viele unternehmerische Prozesse durchlaufen haben. Und ging damit natürlich durch die Expertise auch des Instituts von Herbert Simon in Richtung Kognitionsforschung. Was sie gemacht hat, sie hat verschiedene dieser Serial Entrepreneurs gesucht, an der Zahl knapp 30, und hat die mit einem Lautdenk-Experiment konfrontiert. Dabei ging es Ende der 90er in etwa um so Fragen, die wir heute immer noch durchaus in so Businessplan-Leitfaden oder Handbüchern finden würden. Also ganz klassische Fragen, die man sich stellen würde, wenn man ein Unternehmen gründet und dazu einen Plan schreiben will. Und es gab auch ein fiktionales Projekt, nämlich ein Computerspiel, was die Personen erschaffen und vermarkten sollten. Und sie hat sie gebeten, laut darüber nachzudenken, wie sie das tun würden, wie sie das angehen würden. Die Leute, die antworteten, waren also Serial Entrepreneurs, alle mit verschiedenen Projekten, alle mindestens einen großen Erfolg dabei, würde bedeuten einen Börsengang oder einen Trade Sale, also einen Verkauf an ein größeres Unternehmen, und natürlich auch viele, viele Projekte zwischendrin, die nirgendwo hingeführt haben. Also sie hat diesen Personen diese Aufgaben vorgelegt und hat Ende der 90er, muss man sich vorstellen, das war so, in Deutschland sind die ersten Entrepreneurship-Lehrstühle entstanden, die ersten Gründungslehrstühle, überall poppten die Businessplan-Wettbewerbe aus dem Boden. Businessplan war das überragende Paradigma im Gründungsbereich, und sie dachte, sie würde etwas finden wie eine Art super Business-Planning-Expertise, ja. Und war, ich muss es immer mir so vorstellen, die war, glaube ich, etwas geschockt, als sie dann in der ersten Analyse der Daten, die komplett transkribiert wurden, sie mussten also laut darüber nachdenken, das alles wurde aufgenommen, das wurde niedergeschrieben, das wurde textanalytisch analysiert. Und was sie erst fand, waren negative emotionale Reaktionen auf alles, was mit Planung zu tun hatte. Also da waren so Aussagen drin wie, I don't believe that much in market research. I don't spend usually that much time on planning. I'm not so sure about my goals, that's something I leave for later. So, das muss etwas frustrierend gewesen sein, weil es ein kleines Stückchen gegen alles lief, was bis dato da war. Und es musste einige weitere Zyklen durch diesen Analyseprozess geben, der am Ende des Tages zu einem Konzept geführt hat, was wir jetzt als Effectuation bezeichnen. Und was im Grunde einen Prozess abbildet, sprich mit Effectuation wird ein Prozess benannt, in dem verschiedene Prinzipien zum Tragen kommen, die sie aus dieser Analyse herausgeholt hat. Und diese Prinzipien und der Prozess werden aktuell, und ich sage mal mit sehr viel mehr Energie in den letzten 5 bis 7 Jahren in Richtung einer Methodik weiterentwickelt. Ja, also Forschungsergebnisse als Basis und jetzt Methodik, sprich etwas, was man auch in Anwendung bringen kann, wo es Tools zu gibt, wo man die Leute in Prozesse durchleiten kann und entsprechend zu den Ergebnissen führen kann. Ich will kurz durch diese Prinzipien durchgehen und den Prozess zeigen, damit eine grobe Idee davon entsteht, was bei Effectuation gefunden wurde.
Und ich will das machen, indem ich es vergleiche mit den Ideen, die wir so ein bisschen aus dem Standardmanagement haben, also aus der Standard-BWL und dem Toolset da. Und ich mache das nicht, um zu sagen, das eine ist schlecht, das andere ist gut, sondern wirklich denkend wieder an den Kontext, in Gewissheitssituationen, in planbaren Situationen. Alles super, was wir wissen, was wir kennen. Was aber nutzen wir für dieses andere Vorhaben-Set, für diesen anderen Vorhabenbereich, wo es um ungewisse Vorhaben geht? Erstes Prinzip ist ein Startprinzip. Ein Startprinzip im Sinne von, wie starte ich eigentlich so einen Prozess? Rechts relativ klar im Management, Zielorientierung. Ja? Die Idee ist, so wie Alice, die wir da vorhin gesehen haben, bei den unsicheren Vorhaben, und ich ein Vorhaben starten möchte, ist die Frage erstmal, wo will ich denn eigentlich landen? Ja, in diesem Wunderland, in dem Alice da ankommt, ich nutze einfach mal das Bild gerade, gibt es diese lustige Katze, die da auf einem Baum sitzt und Alice kommt rein und fragt, wo muss ich denn hier eigentlich hin? Und die Katze antwortet relativ platt, naja, das kommt halt drauf an, wo du hin willst. So, was Alice aber nicht weiterhilft, weil sie ein Wunderland ist, was sie nicht kennt. Idee aber wirklich hier aus der Management-Logik heraus, Ziele klar benennen, Ziele klar spezifizieren, Ziele klar runterbrechen können auf die verschiedenen Tätigkeiten, die ich machen will. Was jetzt Saraswati bei ihren Expertenunternehmern fand auf der linken Seite, war im Gegensatz dazu eine starke Mittelorientierung. Was ist jetzt Mittelorientierung? Mittelorientierung mag so ein bisschen aufwerfen die Idee, ah, ich gucke mal, was ich auf dem Konto habe, gar nicht so stark im Vordergrund. Was hier als Mittel sich entpuppte, waren vor allen Dingen die Antworten auf drei Fragen, nämlich was sind meine Präferenzen, was ist mein Wissen, was sind meine Erfahrungen und was ist mein Netzwerk? Also was mag ich, was weiß ich, wen kenne ich, wenn man so möchte. Dinge, die für jede Person, auch die, die wir im Raum sitzen, sehr spezifisch ist. Ja? Also da hat jeder von uns mit einer großen Wahrscheinlichkeit deutliche Unterschiede zum jeweils anderen. Und diese spezifische Mittelausstattung ist das, was diese Expertenunternehmer starten ließ. Das heißt, die machten sich relativ viele Gedanken darüber, Computerspiel vermarkten. Na, ich soll jetzt hier, was habe ich denn schon mal gemacht, was so ähnlich war? Oder was hat auch gut funktioniert? Was macht mir vielleicht Spaß? Womit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht? Wen kenne ich eigentlich, der da relativ nah bei mir dran ist, den ich gleich mal anrufen kann, um dem eine Frage zu stellen? Solche Dinge, einerseits um sofort darauf Zugriff zu haben, zum anderen aber auch, um sofort ins Handeln zu kommen. Also nicht erst lange warten zu müssen, sondern sofort handeln zu können. Zweites Prinzip, ein Investitionsprinzip. Was von allen Möglichkeiten, die da so sind, tue ich denn eigentlich und was tue ich nicht? Managementlogik auf der rechten Seite hat da eine klare Leitlinie zu. Wir gehen nach erwartbarem Ertrag. Heißt, so gut ich kann, schaue ich mir an, welche Dinge ich investieren muss, Kosten. Auf der anderen Seite schaue ich mir an, was entsprechend herauskommen kann. Dann mache ich eine Differenzrechnung und habe meinen Saldo. Wenn ich mehrere Dinge tun kann, nehme ich das mit dem größten Saldo. Wenn ich auf dieser Liste auch noch mehrere Projekte verfolgen kann, nehme ich die mit den ersten drei größten Beträgen auf der Stelle. Die Expertenunternehmer in Saraswathis Sample hatten eine andere Entscheidungslogik, eine dominant andere Entscheidungslogik. Heißt nicht, dass sie das nie in der Form gemacht haben, aber hauptsächlich folgten sie der Logik leistbaren Verlustes. Heißt, die waren sich durchaus bewusst, dass sie als Person mit diesem Vorhaben in einer Ungewissheitssituation waren. Die wussten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, hoch ist. Also war deren Fazit, ich will etwas machen, was mir genug Möglichkeiten bietet, es auszuprobieren, aber wohl wissen, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert, soll es mir auf gar keinen Fall den Hals brechen. Also ein Investment in leistbaren Verlust in die Aktivitäten, mittelbasierte Aktivitäten, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Ich möchte die Möglichkeit haben, bei guter Gesundheit und noch klaren Denkens zurückgehen zu können und eine andere oder vielleicht auch noch mehrere andere Abzweigungen ausprobieren zu können. Leistbarer Verlust. Dann passieren in so einem unternehmerischen Prozess so Dinge für gewöhnlich. Wie gehe ich mit Dingen um, die mir so passieren, mit Zufällen, die mir passieren? Managementansatz: In meinem Planungsprozess mache ich optimales Risikomanagement. Ich weiß, was alles passieren kann. Und im besten Fall weiß ich schon alle Mittel, die ich dagegen anwenden kann, um das entsprechend auszuhebeln. Und wenn ich das alles schon von vornherein darstellen kann, freut sich jeder Investor, weil ich bin offenbar gut vorbereitet.
ein guter Planer. Die Expertenunternehmer, wieder wohl wissen, sie sind in einer ungewissen Situation, sie wissen noch gar nicht abschließend alles über ihr Projekt, was sie da in der Entstehung haben, haben eine sehr offene Haltung gegenüber allen Zufällen an der Stelle. Wir sind mittlerweile zu so einem Terminus übergegangen, dass wir sagen, die maximieren ihren Return on Luck. Also die suchen explizit solche Zufälle, nicht weil sie sie alle aufnehmen, nicht weil sie sie alle einbauen, aber weil sie sie auf jeden Fall sehr positiv dahingehend abklopfen wollen, ob sie irgendwo mit ihrer Mittelbasis und ihrem Grobvorhaben zusammenpassen und sie sie einbauen wollen. Und wenn es sie in eine andere Richtung lenkt, dann ist das unproblematisch. Aus anderen Konzepten kennt man dieses Konzept Pivoting. Ja? Das ist durchaus etwas, was hier mit eingefangen wird. Letztes Prinzip, wie mache ich denn jetzt weiter? Wie treibe ich Projekte voran? Rechts klare Positionierungslogik im Management. Hier geht es um die richtigen Partner und meinen richtigen Platz im großen Ganzen. Da weiß ich genau, wer ist eigentlich mein Kunde, wer ist eigentlich mein Lieferant, wer ist eigentlich mein Wettbewerber, wer ist eigentlich mein Forschungspartner. Und zwischen all diese Player setze ich mich an die richtige Stelle mit der richtigen Strategie, der richtigen Value Proposition etc. Die Expertenunternehmer sind sich wieder bewusst, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Die sagen sogar ganz klar, was weiß ich denn jetzt in meinem Prozess, wer da wer ist? Keine Ahnung. Ja? Wie die ihre Projekte vorantreiben, ist durch Commitments. Sogenannte, Achtung, schwierig, selbstselektierte Partner-Commitments. Heißt, ich rede zu einer anderen Person und erzähle meine Idee. Die andere Person geht her und klopft mir auf die Schulter, sagt, großartige Sache, René, das solltest du auf jeden Fall weitermachen. Das ist nicht gemeint. Was gemeint ist, ist, die Person sagt, das hört sich wirklich interessant an. Ich hätte da sogar was, wo ich da anknüpfen könnte und ich habe sogar so viel Interesse, da mitzumachen und da etwas in den Prozess hineinzugeben. Diese Form von selbstselektierten Partner-Commitments ist, was diese Expertenunternehmer suchen. Die sind sich sehr wohl bewusst, dass auf dem Weg dahin es ganz viele Neins gibt, Desinteresse, halbherzige Commitments etc., aber sie suchen explizit nach diesen quasi unternehmerisch energetisch aufgeladenen Commitments mit Ressourcen dahinter, mit dem Willen, damit zu machen. Vier Prinzipien, für die es eine Reihe von Beispielen gibt, Gründungsbeispiele mit Sicherheit. Ich nehme mal einfach ein Unternehmensbeispiel der etablierteren Unternehmen und ich nehme es deswegen immer sehr gerne, weil ich glaube, bis zum heutigen Tage Gore noch nie was von Effectuation gehört hat. Ja? Die haben Strukturen und Prozesse bei sich im Unternehmen etabliert, die ein ganzes Stück weit diese Effectuation-Prinzipien einbetten. Die motivieren ihre Mitarbeiter, durchaus selber mittelbasiert Innovationsprojekte zu starten. Die sollen ruhig Sachen machen, bei denen sie vielleicht ein Hobby haben im Hintergrund, was sie interessiert, um einfach mal zu schauen, was möglich ist. Die sollen Aktivitäten starten. Die sollen um Gottes Willen nicht zum Management kommen mit ihren Ideen. Auf gar keinen Fall, weil Management muss tun, was Management tun muss. Unausgegorenes Zeug abwürgen. Ja? Die sagen, sucht euch Partner im Unternehmen, sucht euch Partner, die mit euch machen wollen, die das auch gut finden, die Sachen hinzugeben und entwickelt die Dinge so weiter, dass sie reifer werden und weniger unsicher, bevor ihr zu uns kommt. Macht auch Entscheidungen. Macht selber Entscheidungen in diesen Prozessen. Wir haben ein Prinzip, das nennen wir Waterline. Macht Entscheidungen, denkt aber vorher über die Entscheidung nach. Wenn ihr zum Beispiel eine riesige PR-Kampagne plant, mit einem komplett nur halb funktionierenden Produkt und es könnte das gesamte Renommee, die gesamte Reputation von Gore & Associates in den Keller zerren, überlegt mal, ob das jetzt vielleicht der richtige Schritt unter leistbarem Verlust ist, den ihr für uns und das Unternehmen machen solltet. Wir haben so 8.000 Mitarbeiter, aber 45, 50 Standorte, wo man sich jetzt mal aus Transaktionskosten, ökonomischen Betrachtungen überlegen müsste, macht das Sinn? Ja, es ist doch teuer. Ne? Aber deren Punkt ist, die wollen immer so 150 Mitarbeiter haben, vollkommen richtig. Die möchten, dass alle Funktionen vertreten sind, mittelbasiert wieder, aber dass die Leute, die die ausfüllen, sich auch alle kennen. Mit Namen, Kaffee trinken gehen, Mittagessen etc. Wichtiger Punkt. Vom Prozess her gibt es da auch wieder zwei dahinter. Leicht vereinfacht dargestellt und
ja, natürlich weiß ich, Lernen, Adaption und so weiter, da hat viel Einfluss genommen jetzt in die Management-Lehre. Aber vom klassischen Management-Ansatz her ist es immer noch eine gewisse Linearität. Ich weiß von vorne herein am besten alles. Fang beim Ziel an, erklär mir alles nach vorne hin und muss dann ja nur noch abarbeiten. Weiß dann ja sogar, wenn was passiert, was Blödes, habe ich ja schon vorher gewusst. Dann weiß ich sofort, was ich dagegen tun muss. Risikomanagement. Der Effectuation-Prozess dreht ein Stück weit auf den Kopf, ist deutlich iterativer. Fängt an, was habe ich im Kühlschrank, was sind meine Mittel, was kann ich jetzt sofort tun? Mit wem kann ich jetzt reden, um diese Commitments zu fischen? Von denen, mit denen ich rede, wer macht wirklich Commitments? Wer kommt mit? Wer macht mit? Die, die mitkommen, die bringen natürlich neue Mittel rein. Da habe ich dann auf einmal zusammen mehr im Kühlschrank, kann mehr Sachen wieder tun. Aber natürlich wollen die auch mitmachen. Die wollen eigene Ideen beisteuern, was mir total hilft, weil ich bin ja noch gar nicht festgelegt. Ja? Die dürfen mitmachen und hier die neue Richtung vorgeben. Und durch die Iterationen hierdurch entstehen neue Problemlösungen, neue Produkte, neue Wirkung, neue Märkte, ja, neue Industrien. Das kann also durchaus umfangreich sein, was da entstehen kann. Wieder unter Ungewissheit. Es ist Teil des Prozesses, dass Dinge nicht funktionieren. Und ich betone es so, weil bei einem Gründer muss man da nicht lange reden. Ja? Das ist, glaube ich, klar, dass da viel auch nicht funktioniert. Wenn wir darüber nachdenken, unternehmerisches Handeln in etablierte Unternehmen reinzubringen, da habe ich meistens nicht genug Zeit, darüber zu reden. Und da kann es noch so viele Initiativen zur Fehlerkultur geben an der Stelle. Von der Idee her haben wir also zwei Methoden. Wieder in der Abgrenzung und dann in der Realität, komme ich gleich dazu. Die Management-Domäne, die Prinzipien und der Prozess dahinter für eine Situation mit planbarer Zukunft, fixen Zielen, eindeutigen Informationen. Oder annähernd. Ja? Situationen, in denen ich schon mit vertretbarem Research ein gutes Bild erreichen kann. Und auf der anderen Seite Ansätze, wie jetzt hier in diesem Fall mit dem Schwerpunkt Effectuation, aber ich habe es schon erwähnt zu Anfang, da gibt es durchaus auch mehr und andere, die da ähnlich sind. Für solche Kontexte, in denen die Zukunft einigermaßen ungewiss ist, zumindest mal aus meiner individuellen Startperspektive, wo die Ziele verhandelbar sind, ich habe also kein ganz fixiertes Ziel, mehr so eine Motivation oder so ein grobes Vorhaben und die Informationen vieldeutig sind. Heißt, ich gehe da raus und frage die einen da, soll ich A machen? Und die sagen, auf jeden Fall A machen. Und ich gehe nach links und da sagen andere, so, auf gar keinen Fall A machen. Ja, und auf dem ganzen Spektrum kriege ich alle Informationen. In der Realität vermischt es sich natürlich. Aus mehreren Gründen. Hier ist einer. Ja? Einer auf einer Zeitlinie hier angenommen. Da kann man schon davon ausgehen, dass viele unternehmerische Projekte mit hoher Unsicherheit, wenig Wissen an der Stelle, einfach nur die Inverse starten. Und dann an der Stelle mit einem größeren Fokus auf Effectuation starten können. Über die Zeit dadurch aber durch diesen Prozess Ungewissheit abbauen und natürlich zu der Situation kommen, in der es absolut Sinn macht, jetzt zu sagen, wir haben gar nicht mehr so viel Ungewissheit, wir können unsere Ziele ziemlich klar spezifizieren, wir wissen ziemlich genau, wo jetzt Kunden, wo jetzt Wettbewerber, wo Lieferanten und so weiter sind. Jetzt können wir wunderbar klassische Management-Tools nutzen, um das ganze Projekt größer zu machen, zu skalieren, wachsen zu lassen. So ein bisschen die Logik auf der Zeitlinie. Die Tipping Points, die jetzt hier drin sind, ja, gar nicht so einfach zu definieren. Man kann auch davon ausgehen, man könnte diskutieren, dass es vielleicht bestimmte Bereiche gibt, in denen das mal so ist, dass man weiter links im Spektrum ist. Vielleicht ist es gerade bei der Technologie noch unfassbar fraglich. Vielleicht ist aber, was Markt und Kunden angeht, momentan gar nicht so unklar, wo es hingehen soll. Oder umgekehrt. Ja? Also die Komplexität dann in der Verbindung von beidem durchaus eine Aufgabe, die zu lösen ist, und zwar für jeden individuellen Case. Nochmal zu Alice hier. Die wird tatsächlich nicht selten für Standard-Management-Trainings missbraucht, will ich fast sagen. Ja? Also weil die Katze ja fragt, wo willst du hin? Und Alice sagt, weiß ich nicht. Muss aber erstmal fragen, also du musst dir erstmal überlegen, wo du hin willst, dann kann ich dir sagen, wo du lang willst. Und Alice sagt dann ja, aber ich bin ja gerade neu hier, deswegen, was ist denn eigentlich hier so in der Nähe? Also Alice in Alice im Wunderland ist eigentlich eine wunderbare Geschichte, um Effectuation klarzumachen. Ja? Weil sie ist nämlich eine, die dann gleich auf Mittelorientierung setzt und die Katze fragt, was ist denn hier in der Nähe, was ist denn für mich jetzt gut erreichbar, wo kann ich denn gleich handeln?
Geh noch weiter, die Katze sagt dann, hier links geht's zum verrückten Hutmacher, hier rechts geht's zur alten Raupe und Alice sagt dann, ah, mit Verrückten habe ich es nicht so, wieder ganz Effectuatress, ja, sie geht nach Präferenzen, geht lieber zur alten Raupe und dann endet auch die Analogie oder die Metapher, weil dann die Katze antwortet, dass alle verrückt sind im Wunderland, also das hilft dann nicht mehr als Entscheidungsregel. Also durchaus als, wenn immer Sie sich fragen, fühle ich mich ein bisschen wie Alice, auch eine gute Heuristik, um anzunehmen, dass man vielleicht im Unsicherheitskontext agieren muss gerade. Grundannahme bei Effectuation-Projekten unterscheiden sich im Hinblick auf Ungewissheit und zwar natürlich immer wahrgenommene, weil dieses super Tool, dieses Thermometer, was wir dranlegen können, sagen können, oh, das wird unsicher oder das ist weniger unsicher, das haben wir natürlich nicht. Das heißt, hier geht es wirklich um Wahrnehmung und wie ich eben schon betonte, um die Fähigkeit, über Ungewissheit überhaupt mal zu reden. Das ist bei Gründern tatsächlich etwas, was sich im guten Fall durchaus entwickeln kann, gerade in Gründerteams. Im etablierten Unternehmen sieht man das noch nicht so häufig. Serienunternehmer, und das ist die Studie von Saraswati, sind Experten für den Umgang mit Ungewissheit. Deswegen interessant, sich bei denen umzuschauen. Effectuation ist daraus entstanden als Modell unternehmerisches Handeln in vier Prinzipien und für diesen Unsicherheitskontext auch eines der durchaus besser beschriebenen. Es ergänzt das bewährte Managementdenken, also auch da ganz wichtig zu sagen, nicht besser oder neu versus alt und schlecht, sondern es kommt wirklich auf den Kontext an, in dem man sich hier befindet. Und natürlich die Implikation dessen ist, dass Modelle wie Effectuation lern- und lehrbar sind. Muss ich natürlich sagen, weil es mein Job. Ja? Aber es ist ja schon, macht ja schon Sinn, auch mal zwischendurch zu überlegen, ob mein, der eigene Job Sinn macht. Wären Unternehmer rein DNA-getriebene Erfolgsleute, würde mein Job nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Also hier wirklich auch die klare Überzeugung hinter, dass jeder, beispielsweise auch hier im Raum, Unternehmer, Unternehmerin sein kann. Ich schränke das immer ein, wahrscheinlich nicht mit jeder Idee oder jedem Projekt. Das wird dann wieder sehr mittelabhängig sein, aber vom Grundsatz her schon. Wer da weiter lesen, weiter gucken möchte, das Fachbuch hier in Deutsch vom Kollegen Faschingbauer, ein paar Beiträge von mir in verschiedenen Kapiteln, geht gerade in die dritte Auflage, also ja, wahrscheinlich sollte ich jetzt sagen, Sie sollen die Reste noch kaufen, aber tun Sie es nicht, warten Sie einfach auf die dritte Auflage, die ist nächstes Jahr da. Und ansonsten hier noch für die, die im unternehmerischen oder im Unternehmenskontext da sich eher für interessieren, eine Großunternehmensdiskussion namens das unternehmerische Unternehmen, Blogs und alles mögliche andere. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne jetzt mehr Diskussionen noch.